So, und wir bleiben gleich weiter am Zug. Gestern sind wir ja schon mit Volldampf durch Mitteldeutschland gezuckelt in unserer Wochenserie. Und da ging es entlang der Mulde. Heute kommt nun, wie versprochen, die Auflösung, warum im thüringischen Schiefergebirge die Max- und Moritzbahn unterwegs ist. Ein ungewöhnliches Gefährt rumpelt über das Piesau-Viadukt. Spektakuläre 259 Meter lang, schwindelerregende 31 Meter hoch. In weitem Bogen überspannt die Brücke im südthüringischen Lichte das Zopte-Tal. Kurz nach der Wende fuhr an gleicher Stelle zum letzten Mal eine schnaufende Dampflok. Danach ging es für diese Bahnstrecke mit Volldampf aufs Abstellgleis. Probstzeller war während der deutschen Teilung ein wichtiger Grenzbahnhof. Von hier geht es 450 Höhenmeter hoch ins Thüringer Schiefergebirge. Zwei Tunnel und viele gewaltige Brücken sind nötig, um die Züge bis nach Neuhaus am Rennweg zu führen. Mit 830 Metern einer der höchstgelegensten Normalspurbahnhöfe Deutschlands. Hier kommen heute nur noch Züge aus Sonneberg an. Die Strecke von Probstzeller ist stillgelegt, doch damit wollten sich Markus Büttner und sein Vater Joachim nie abfinden. Aus diesem LKW machen sie mit ein paar Handgriffen eine Schienentresine. Die Fahrten sollten ein Übergangsprovisorium sein, um wieder normale Züge auf die Strecke zu bringen. Wir hatten uns vorgestellt, dass wir um 3-4 Jahre das betreiben. Wenn wir heute sehen, jetzt sind wir 2020, von 2008 haben wir das dann in Angriff genommen, kann man sich ausrechnen, wie lange das wir schon gebraucht haben, trotz intensivster Bemühungen, die Strecke wieder in Betrieb zu sehen. Es ist uns leider bis heute noch nicht gelungen. Dabei könnten richtige Züge Anwohnern viel Ungemach ersparen. 15.000 Lkw rollen nach Zählungen des Bahnvereins pro Jahr auf der Bundesstraße 281 unter der Brücke durch das Tal. Und damit auch direkt vorbei am Gartenzaun von Dietmar Proschold. Ja, früher hat jeder ein Auto oder keins. Heute hat jedes Haus drei oder vier. Also der Verkehr ist Wahnsinn. Also momentan ist wieder ganz schlimm. Das ist ja auch gesperrt in Neuhaus oben. Deshalb hoffen viele Anwohner, dass der große Traum der Schienenretter vom Förderverein Max- und Moritzbahn wahr wird, die Reaktivierung für normale Züge. Die Verhandlungen mit der Politik in Erfurt laufen. Ein Durchbruch ist jedoch noch nicht in Sicht. Durch die Grenzöffnung hat man das Gefühl hier gehabt, hat ja bis heute angehalten, 30 Jahre nach der Grenzöffnung, dass die Region hier abgeschnitten und umfahren wird. Aber wenigstens die Motordresine rollt schon mal, zur Freude der Ausflugsgäste, die heute zum Bahnhof Lichte gekommen sind. Mein Enkel ist da und der wollte unbedingt mal mit der Max- und Moritzbahn fahren. Unsere Nachbarn von zu Hause, die machen hier Urlaub. Und die hatten uns gestern angerufen, dass sie hier angerufen haben. Und da haben wir auch da angerufen und fahren mit jetzt. Joachim Büttner steuert die ungewöhnliche Fuhre. Dass er entgegen der Fahrtrichtung sitzt und die Strecke per Rückspiegel im Auge behalten muss, kann ihn nicht aus der Bahn werfen. Die Metallräder, deswegen ein Zwei-Wege-Fahrzeug für Straße und Schiene. Jetzt werden die Führungsräder, die Metallräder runter mit einem bestimmten Druck auf die Schiene aufgelegt und das Fahrzeug wird geführt. Und den Antrieb übernehmen die Gummireifen. Gibt es einen Grund anzuhalten, dann greift er hinten zur Pfeife, Andreas Bartsch, den alle nur Bartschi nennen. Nach der Stilllegung dauerte es nur kurze Zeit, bis die Natur die Strecke zurückerobert hatte. Die Schienen wieder befahrbar zu machen, das hätten die Eisenbahner allein nie schaffen können. Für die Strecke freimachen haben einige Vereine mitgemacht. Feuerwehrvereine, Faschingsverein von Probstzeller. Die Bauhöfe haben mitgeholfen. Wir hatten auch Unterstützung von den Bauhöfen und Bürgermeistern und private Familien. Endlich erreichen wir das mächtige Piesau-Viadukt. Für die Überfahrt sollten die Fahrgäste durchaus schwindelfrei sein. Wie viel Schweiß mögen die Bauarbeiter damals wohl investiert haben, um diese spektakuläre Brücke zu errichten? Sie ist unbestritten der Höhepunkt jeder Fahrt auf der Max- und Moritzbahn, die diesen Namen übrigens nicht etwa von Wilhelm Busch verpasst bekommen hat. Die Bevölkerung hat den Namen so scherzhaft der Strecke gegeben, weil die Hauptinitiatoren zum einen die Max-Süd- und der Wellenbahn waren und das zweite Moritz war eine große Porzellanfabrik. Karl Moritz als Porzellanhersteller, deshalb der Name Max- und Moritzbahn. Atemberaubend. Einfach schön, wir sind Wiederholungstäter. Zu DDR-Zeiten war die parallel zur ehemaligen Grenze verlaufende Strecke für die Reichsbahn unverzichtbar. Nicht nur Personenzüge rollten hier, sondern auch Güter wie Ton und Erz oder ungewöhnliche Fracht wie der Queck Junior. Per Bahn wurde der legendäre Campinganhänger von Schmiedefeld bei Probstzeller in die weite Welt gebracht.
Diese Aufnahmen entstanden 1990, als Eisenbahnfans eine Dampfsonderfahrt organisiert hatten. Es war die Zeit, als die Fahrgastzahlen in vielen Teilen Ostdeutschlands komplett einbrachen. Die Wiedervereinigung ist der Todesstoß für die Eisenbahnstrecke geworden. Warum? Warum? Weil die Strecke oder der Bereich Sonnenberg konnte jetzt mehr so aus dem Süden als aus dem Coburger Land bereist werden, was den Personenverkehr angeht. Und kurzfristig wurde natürlich der Güterverkehr sehr stark auf die Straße verlagert. Und so fiel das einmalige Eisenbahnkleinod mit all seinen Bauwerken in einen Dornröschenschlaf. Darunter auch das Finstergrundviadukt, das mit seinen 220 Metern mitten im Wald allenfalls noch zufällig vorbeikommende Wanderer beeindruckt. Oder der Froschbergtunnel, der das Ziel dieser Fahrt mit der Motordresine ist. Wer ins Thüringer Schiefergebirge kommt, der macht zuweilen ungewöhnliche Bahnerfahrungen. Hinter dem Tunnel hatten sich Feuersalamander auf die Gleise gelegt, um sich wahrscheinlich etwas zu erwärmen. Und da haben wir im Prinzip bei jedem anhalten müssen. Haben eine rüber getan, der Andreas hat eine rüber gelegt ins Gras. Kurz hinter dem Tunnel wird kehrt gemacht. Immerhin sind die Ausflügler schon anderthalb Stunden unterwegs und haben den Rückweg noch vor sich. Alle sind begeistert, bis auf den Vierbeiner von Familie Baumer. Zitterpartie. Nee, für einen Hund ist es nicht. Die Motordresine wird 2021 zum letzten Mal fahren. Weil an der Schiene viel repariert werden muss, ist eine Reaktivierung die einzige Chance dieser einmaligen Bahnstrecke. Nach einer Sanierung könnte Güterverkehr die lärmgeplagten Dörfer entlasten. Ausflugsfahrten würden in richtigen Zügen stattfinden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter, weiter Weg.